Hallo und willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Also ich habe euch folgende Geschichte. Es ist ja Corona und ich bin mal mega gespannt, ob der Standard, den ich jetzt gerade nenne, wenn das Video draußen ist, noch gilt. Das ist eigentlich echt voll witzig, wenn du es dir mal überlegst. Das Video ist noch nicht mal in 6 Wochen und trotzdem könnte es sein, dass die Welt schon wieder eine komplett neue Sicht hat. Okay. Ja, es ist gerade so schnell im Wandel, aber es ist wie folgt. Also, ich wollte mal über den ersten Lockdown reden und über den zweiten. Und was ich gut daran finde und was mich daran eher genervt hat. So, also, der erste Lockdown war für mich so total komisch, weil im ersten Moment habe ich den totalen Budenkoller gekriegt, weil mir die Option zum Rausgehen gefehlt hat. Und ich mir irgendwie dann irgendwas eingeredet habe nach dem Motto, mir fehlt was. Aber am Ende irgendwann kam dann die Erkenntnis auf, eigentlich lebe ich nicht anders als sonst. Und dann bin ich eigentlich mit dem Lockdown recht gut klargekommen und konnte auch noch einkaufen gehen. Im Sinne von, ich war dann draußen, habe meine Sachen erledigt und das alles. Und ja, das war dann ganz gut. Und dann kam aber die Maskenpflicht. Und ich habe ja Angst vor Masken und vor sowas und dann konnte ich nicht mehr rausgehen und dann ist es dann für mich auch schon so ein bisschen schwieriger geworden und ich fand es dann auch ehrlich gesagt nicht mehr so einfach und ja, dann habe ich das eben auch, ich habe dann auch ehrlich gesagt doch ganz doof gefunden und ja, aber mir hat nichts gefehlt im Sinne von mir fehlt wirklich was, aber ich fand es halt doof, dass die Maskenpflicht war und dadurch habe ich mich dann eher, hat es mich in meinem Alltag eingeschränkt. Ja, dann war das Sommer, dann war da ja ein bisschen, da hat man dann ja nicht mehr, es war nicht so Lockdown und nichts. Und da hatten wir uns irgendwie, ja, dann war halt der Sommer da. Da habe ich normal meinen Geburtstag gefeiert. Also ich habe auch nicht mehr gemacht als bis jetzt, als in den Jahren davor. Also es war jetzt nicht so, dass ich da irgendwie, doch, stimmt gar nicht. Ich habe tatsächlich dieses Jahr ein bisschen mehr, weil ich habe noch meine Babette und Winfried eingeladen gehabt. Und das war dann tatsächlich dann ein bisschen ungewöhnlich, weil normalerweise ist es so, dass ich meinen Geburtstag immer nur mit meinen Großeltern und meinen Eltern gefeiert habe. Also so ein bisschen bin ich aus meiner Norm rausgeplatzt, weil ich gedacht habe, bevor jetzt der nächste Lockdown kommt und man sich dann wieder lang nicht sieht, möchte ich doch lieber die Feiertage miteinander verbringen. Ja, dann kam dann der zweite, dann wurde der zweite Lockdown, wurde langsam angeteasert. Das ist so wie bei so einem Kinofilm, kam dann dieses, da kommt wieder was auf und die Zahlen gehen wieder hoch. Und dann war es bei mir so, dass ich dann erstmal, als ich die Zahlen, ich habe die Zahlen die ganze Zeit beobachtet. Und da habe ich dann, als ich gesehen habe, naja, da wird's was, habe ich dann angefangen, Mehl ein bisschen mehr zu kaufen, Nudelprodukte und Hefe. Damit ich dann einfach, weil das waren die Sachen, die dann in der Zeit komplett weg waren. Und halt auch Klopapier. Ja, je, unsere Familie hat viel zu viel Klopapier. Das ist echt, ja. Egal, wir haben einen guten Vorrat. Aber er baut sich auch gerade schon langsam wieder ab. Also man merkt schon was. Das ist eigentlich auch nicht so toll, ne? Wenn ich gerade drüber nachdenke. Ja, vor Weihnachten habe ich dann nochmal ein bisschen mehr, weil ich gedacht habe, es könnte nicht schaden. Aber ja, egal. Ja, und dann hat der zweite Lockdown begonnen und das war dann so dieses, die Schulen bleiben offen, arbeiten und alles. Und dann habe ich mir nur so gedacht, da war ich dann ehrlich gesagt nicht so begeistert davon, weil mir dieses, es war so inkonsequent in meinen Augen. Und ich habe mir so gedacht, ja, so das Prinzip, alles ist offen, alles ist möglich und die Leute, es ändert sich ja eher weniger. Das war so meine Ansicht dazu und dann, aber Hauptsache die Maskenpflicht weiter und ich kann immer noch nicht raus. Ja, und dann kamen die Verschärfungen und die noch verschärfteren Verschärfungen und noch mehr Verschärfungen. Und Stand heute hier und jetzt bei mir am 18. darf man ja bloß noch ein Haushalt plus eine Person sein und das nervt mich, ehrlich gesagt. Das nervt mich total, weil ich bin ja jetzt zum Beispiel eine Person und meine Mama ist eine Person und ich kann jetzt meine Großeltern nicht besuchen. Und ich habe ja kein Auto, kein nichts und ich kann jetzt meine Großeltern nicht sehen und das ist einfach doof. Ich würde die nämlich auch gerne mal wieder sehen.
und von Oma selbstgemachte Knödel essen. Und vor allem selbstgemachte Knödel essen. Viel selbstgemachte Knödel essen. Ich habe gerade voll Lust auf selbstgemachte Knödel. Ja, und das finde ich dann so doof. Und vor allem auch, ich kann jetzt auch nicht mit meinem Vater irgendwie zusammen jemanden besuchen gehen. Und was mich halt auch total nervt, und das ist was, was bei mir ehrlich gesagt, das ist, was mich am allermeisten nervt, das Internet ist so, das von lahmarschig. Wir haben das Internet, das unter einem Stein ist. Also unter einem Stein ist gerade schnelleres Internet als bei uns gefühlt. Und ich hasse es. Ist es so furchtbar und es ist einfach nervig und ja, und was sich auch noch geändert hat, ist, also ich merke gerade für mich, weil ich möchte mir ja, wenn wir dann irgendwann wo sind, anders kann ich es jetzt nicht sagen, weil ich weiß nicht, wo es zur Weg hingeht, aber wenn wir dann wo sind, möchte ich mir ja einen eigenen Kühlschrank zulegen. Und deswegen informiere ich mich gerade. Und jeder sagt mir, ja, nee, also wenn, dann können wir dir den nur bis vor die Tür stellen. Und es ist ein fast 300 Kilo schweres Gerät. Wie soll jemand normales, ohne Werkzeug, ohne alles, ein 300 Kilo schweres Gerät irgendwo hinbringen? Ich weiß ja nicht mal, ob wir dann 15 Treppen sind oder ob es zwei Treppen sind, ob es eine ebene Geschichte ist, ob es bis hoch in den dritten Stock hoch geht, ob es zehnstöckig ist, hat es einen Fahrstuhl oder nicht. Und das ist, also, das ist so ein Schwachsinn, wenn man sich das mal überlegt. Da stehen diese Läden hin, die Elektronikläden, und sagen, ja, wegen Corona dürfen wir nicht in eure Wohnung rein. Das geht halt nicht, tut uns leid. Wir stellen euch jetzt ein 200 Kilo schweres Gerät einfach mal irgendwo auf die Straße und dann müsst ihr gucken, wie ihr das rumgetragen kriegt. Ja, wie soll man das machen? Das ist faktisch nicht möglich. Oder so an, oder auch andere Geschichten. Und ich meine, wenn jetzt jemand sich eine Waschmaschine kauft oder einen Trockner oder irgendwas. Also ich meine, da sollte es, also da sollten dann entweder die Läden komplett zumachen und sagen, wir verkaufen jetzt weder Kühlschränke noch Waschmaschinen noch sonst irgendwas. Nee, das nicht. Du kannst bei Euronics, also Mama sagt gerade, ich ja, aber ich halt nicht. Du kannst bei Euronics einfach zum Beispiel also einen Kühlschrank bestellen und der wird dir dann halt vor Tür gestellt. Und das finde ich ein Schwachfug. Du kannst nicht auf der einen Seite sagen, es tut uns leid, aus Sicherheitsgründen können wir euch da jetzt nicht helfen und diese schweren Geräte tragen. Aber ihr könnt euch ja dann einfach die Geräte dann vor der Tür holen. Also, entschuldigt, da rege ich mich wirklich drüber auf. Und es ist vor allem echt doof, weil auch viele Läden solche gerade so Öffnungszeiten haben, wo man sich auch fragt. Also, ich wollte mich informieren. Und dann habe ich um 16 Uhr halt, wollte ich anrufen und eine Frage stellen. Und dann steht da, ja, um 15 Uhr macht er zu. Und dann dachte ich mir so, ja, bravo, für mich ist das jetzt also wirklich echt scheiße gelaufen, weil ich dann echt nur eine Stunde den verfehlt habe. Eigentlich war es nicht bravo. Nee, gar nicht bravo. Und es ist halt einfach echt so eine, ich finde es so bescheuert, weil die Regeln gerade zur Zeit so schwachfugig sind. Auf der einen Seite soll die Wirtschaft laufen, im Sinne von jeder soll einkaufen gehen, jeder soll sich am besten noch Großgeräte oder irgendwas zulegen und man kriegt eine Steuerersparnis letztes Jahr, damit man sich schön Zeug kaufen kann. Auf der anderen Seite sind die Lebensmittel so arschteuer geworden, dass die Steuerersparnis null bringt, aber gar nichts und man sich kaum den Lebensunterhalt leisten kann. Ich für meinen Teil, ich teste jetzt seit ungefähr 3, 4 Jahren, ob ich mit 35 Euro Essensbudget pro Woche auskomme. Und anfangs waren meine Listen solche Listen, wo wirklich, da war wirklich viel gekauft und inzwischen habe ich solche Listen und da ist nicht mehr viel drauf, weil das Zeug so teuer wird. Und es ist halt wirklich so, dass man sagen kann, was man will. Es bringt doch nichts zu sagen, wir nehmen euch die Mehrwertsteuer und ihr könnt euch dann ein bisschen was sparen, wenn man nicht, wenn die Leute auf der anderen Seite kein Geld mehr verdienen können, weil sie alles dicht gemacht haben. Also, du kannst ja nicht sagen, ich verkaufe dir ein Stück Brot für 1 Euro, wenn der andere den Euro gerade nicht mehr verdient. Ich rall es nicht, wie das sein kann, dass da gerade alles so verquer läuft. Und
Ich bin dafür, dass wir unsere Mitbürger schützen. Und ich freue mich auch, dass gerade die Ausgangssperre mit 20 Uhr ist, weil dann ist bei uns in der Nachbarschaft so schön still und leise. Ihr glaubt es nicht, bei uns kann es echt laut werden noch nach den 20 Uhr. Und ich finde es gerade göttlich schön still. Und das kann wegen mir, kann es auch aufrechterhalten bleiben, diese Ausgangssperre nach den 20 Uhr. Damit mache ich mich jetzt nicht beliebt, aber ich für meinen Teil, ich fände es nicht schlecht. Weil ich mich sowieso immer frage, was will man nach 20 Uhr noch draußen machen? Da passiert doch nichts mehr groß. Was? Ja, sage ich ja, ich finde. In meiner Welt ist nach 20 Uhr Zeit, zu Hause zu sein und abends gegessen zu haben. Und ja, und ich finde es halt einfach für mich komisch, diese ganze Regelung, weil auf der einen Seite soll die Wirtschaft laufen, auf der anderen Seite sollen die Geschäfte zumachen. Auf der einen Seite sagen sie uns, sie unterstützen Restaurants und Hotels und alles. Auf der anderen Seite werden die Gelder nicht ausgezahlt. Auf der einen Seite sagt man, man versucht um jeden Job zu kämpfen. Auf der nächsten Seite sagt man, geht halt in Kurzzeit. Auf der einen Seite verlangen sie, dass wir einkaufen gehen sollen. Auf der nächsten Seite hat man die Kurzzeitarbeit und alle können sich nicht mehr leisten, weil die Mieten zu hoch sind. Weil, seien wir mal ehrlich, wenn du einen Mietpreis hast, der so hoch ist, dass er dein halbes Budget pro Monat auffrisst, nur dann nur noch in Kurzarbeit bist und dein ganzes Budget praktisch in die Miete nur noch reinfließt. Und diese Schuldung von wegen nach dem Motto, dann zahl die Miete halt später nach, ist ja auch ein Schwachfug. Weil wenn du die Miete später nachzahlst, dann zahlst du ja denselben Betrag, zwar langsamer, aber dann wird dir ja pro Monat mehr abgezogen und dadurch nimmst du ja nicht wieder mehr ein. Also hast du am Ende des Tages noch weniger. Also ich verstehe nicht, wie man auf so ein System kommt. Ich verstehe es nicht, aber ich wüsste auch nicht eine Patentlösung dafür. Und ich würde jetzt auch nicht irgendwo hinstehen und sagen, mach das so und so und so und so, weil dann funktioniert das. Weil ich glaube, das funktioniert nicht. Ich denke, die einzige Möglichkeit, wie das funktionieren kann, wäre, wenn man zum Beispiel sagt, dass Banken gerade, wenn sie, dass die zum Beispiel keine Kredit nehmen, dass die Kreditschulden nicht mehr nehmen dürfen. Oder dass zum Beispiel einfach schlicht und ergreifend sich jetzt die ganzen Staaten endlich mal zusammensetzen, ein Schuldenschnitt gemacht wird, und zwar ein deftiger, zum Beispiel 90%, und dann man eben wirklich neue Schulden aufnehmen kann, damit die Leute wirklich wieder eine Chance haben, etwas zu bekommen. Also im Sinne von, dass man dann den Leuten vielleicht für ein Jahr oder zwei sagt, wir zahlen euch jetzt also pro Kopf kriegt jeder 1000 Euro Bonus als für Geld, also Geld, damit die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, damit die Leute sich Miete und sowas kaufen, leisten können, damit die Leute wieder Einkäufe tätigen können und dass es einfach wieder eine Möglichkeit ist, mehr oder weniger zu atmen, ohne dass man das Gefühl hat, man geht in die Privatinsolvenz. Weil selbst ich merke, also ich habe da wirklich, ich habe es gut. Ich habe gerade ja schon ein paar Schuhe bekommen. Aber selbst ich merke, dass es gerade finanziell bei mir eng wird. Weil zum Beispiel, ich kaufe mir jedes Jahr, und das ist wirklich kein Witz, jedes Jahr seitdem ich die entdeckt habe, beim Lidl diese Käse-Dinger, diese Käse-Eckchen. Also gibt es so Käse-Eckchen, die liebe ich. Ich kann es euch nur erzählen, weil die, sobald das Video da ist, schon weg sind. Sollte ich nicht machen. Entschuldigt. Ja, und auf jeden Fall kaufe ich die seit Jahren. Und als ich das angefangen habe zu kaufen, da waren die, glaube ich, bei 99 Cent die Packung. Und dieses Jahr kosten die 1,95 Euro. Also schon ein Preisunterschied, aber ich kann es nicht beweisen. Kann auch sein, dass sie auch schon damals weniger gekostet haben. Aber ich merke, dass ich dieses Mal tatsächlich zu meiner Mutter das erste Mal überhaupt zu meiner Mutter gesagt habe, bring mir bitte nur 5 Packungen mit. Weil normalerweise schreibe ich immer so auf, bring mir 10 Packungen mit oder sowas, weil ich dann wirklich auf diese Dinge, weil ich die, ja, weil ich sage, die sind gut und die esse ich dann über das ganze Jahr und überhaupt. Aber dieses Jahr finde ich, dass es finanziell für mich nur machbar ist, 5 Packungen zu kaufen. Und das ist so diese Sache. Man merkt es an Essen und an so Kleinigkeiten, dass gerade irgendwie alles finanziell teurer wird. Und wenn es nicht teurer wird, fühlt es sich teurer an. Oder? Ja.
Gut, das war alles, was ich euch zu dem Thema zu sagen habe. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr auch gerade das Gefühl habt, dass irgendwie alles, dass wir gerade in einer Schieflage sind. Ich habe das Gefühl, wir sind in einer Schieflage. Und ich meine es jetzt nicht nur von unserem Haus her, weil ich habe das Gefühl, unser Haus schwankt gerade in diese Richtung ein bisschen, aber das ist eine andere Geschichte, sondern ich habe das Gefühl, dass gerade alles ein bisschen anders läuft, als es laufen könnte. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an bell.regmaloutlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit und ja, wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.